wir haben uns sowas von Vorfreude angesammelt, auch die ganzen coolen Beiträge, ja, die es hier gab. Richtig Bock. Lara, richtig ich Bock. Ja, ich freue mich schon richtig auf die Beiträge, die sie werden. Ja. Auch funktionierende Mikrofone. Ja, eben. Ja. Das ist nicht bewegen. Das ist immer nicht. Ja. Dieses Jahr haben wir, ich glaube, was war das, 17 Beiträge? Ja, insgesamt. 16 oder 17? 16 Beiträge, ja. 16, genau, 16 Beiträge. Aus den verschiedensten Gemeinden. Ja, und? Aus den verschiedensten Kulturen. Mit extra Mikrofon. Doppelt-Headset. Man darf immer doppelt. Also wenn die anderen ausgegangen sind, dann... Also kannst du dich abmachen? Toll, ich dachte schon, ja. Sehr gut. Ihr merkt, es ist ein wirklich spaßiger Abend. Richtig, es ist ein Amateurabend, wie der Name schon sagt. Und also ich würde jetzt gerne, bevor wir anfangen, einfach mal die Kategorien vorstellen. Und zwar ist es einmal so, dass wir ja Musik und Instruments haben, dann A Cappella und Voices, Dance Performance, Pantomime und Theater. Und wir teilen das aber auf in Musik und in Kreativität. Also das Dance, Performance, das zählt alles so in die Kategorie Kreativität. Ja, richtig, genau. Zu gewinnen gibt es auch was? Es gibt zu gewinnen. Ich hole mal kurz ran. Zwei wunderschöne, für jede Kategorie Musik und Kreativ gibt es unsere... Also es gibt zwei, nicht nur einen. Also er hat jetzt nur einen geholt, aber... Es gibt zwei. Es gibt unsere hauseigenen, hauseigenen Noahs. Selbstgemacht, nein, nicht selbstgemacht. Selbstgemacht aus... Wissen wir nicht? bestimmt kein Gold. Wäre schön, ne? Ist Platin. Ja. So. Willst du noch irgendwas sagen oder soll ich anfangen mit den Juryblättern? Das ist eigentlich das Beste am Ganzen. Und zwar, ihr könnt quasi mitbewerten. Also ihr seid quasi Mitbestimmer, wer hier diesen Noah, diese zwei Noahs gewinnt. Es geht gewinnt. Um Platin. Ja, okay. Und zwar bitte ich einfach mal von jeder Jugendgruppe einen Vertreter zu schicken. Dass der mal hier nach vorne kommt und sich so ein Juryblatt abholt bei mir. Jugendgruppenleiter. Irgendeiner... der sich berufen fühlt, jetzt hier. Am besten nur einen. Schon okay, schon okay. Auch hier sehen wir wieder, es ist ein Amateurabend und es bleibt ein Amateurabend. Einen Bewertungsbogen. Ja, dann aber. Dann, Flott hier hoch? Nee, den kenne ich, der kriegt keinen. Nee, ich glaube auch. Sehr gut, und zwar guckt ihr einfach da mal rauf. Es ist ganz einfach. Bei Beispielgruppe steht es schon. Es gibt insgesamt jeweils, also es gibt so drei Spalten, die auszufüllen sind. Da gibt es dann mögliche Punkte 1 bis 10 jeweils. Und die Maximalpunkte, die eine erreichen kann, sind 30. Nicht, dass da jetzt nachher jemand 40 oder 50 stehen hat. Weil das können wir dann nicht werten lassen, auch wenn der Beitrag mega gut war. Also Maximalpunkte 30. Genau, richtig. Ganz am Anfang wollen wir nochmal klarstellen, dass es hier nicht darum geht, irgendeine Person, eine Band, eine Gemeinde hochzuheben oder zu erheben. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir labern, aber keiner kennt uns wirklich. Also die wissen ja gar nicht, wie wir heißen. Wir der kennt uns. Nee, du daneben. Also, ich darf euch vorstellen, meinen kunstvoll angezogenen Moderator Klaus. Danke, danke, danke. Ich darf euch vorstellen, meine liebevoll bekleidete und ja, lustige... Ja, das muss LL, das muss ich reimen, so. Lustige liebevolle Lara. Und lustige Lara. Genau. Lara! So. Darf ich jetzt zu Ende reden? Jetzt darfst du auch zu Ende reden. Jetzt darf ich zu Ende reden, danke schön. Wie schon gesagt, es geht jetzt wieder darum, Gruppen, Menschen, Personen, Tiere zu erheben. Wohl doch, eine Person haben wir da. Unser lieber Jesus Christus. Es geht uns nicht darum, irgendwen hier nach vorn zu stellen und zu sagen, sei der Beste, sei die Beste, erheb dich über alle anderen,
sondern im Endeffekt wollen wir damit ihn preisen, ihm die Ehre geben. Und ich denke, das haben wir auch in jedem einzelnen Beitrag im Inhalt. Heute auch sehen. Können, ja. Werden wir sehen, ja. Und wir lassen uns überraschen. Genau. Ja, sollen wir dann einfach mal anfangen? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir fangen an. Und zwar fangen wir... Sie redet schon wieder. Ja, ich habe das irgendwie auch noch vorrangig ein paar Dinge mal klären. Ja. Klaus, sag mal, war die heute Morgen auch kalt? Ich hatte Sitzheizung. Ja, toll. Ich eigentlich auch, aber bis die nämlich funktioniert im Auto, sind 25 Minuten um, dann bist du noch 5 Minuten im Auto und dann... Ach, musst du den kurbeln? Warm. Ja. Ja, und wir dachten uns, weil es ja wirklich kalt ist und jetzt auch dieses Woche der ersten Advent und wir hoffen, dass es schneit, aber wir ja eigentlich ein bisschen lieber den Sommer mögen, oder? Richtig. Ja. Ich würde mal sagen, aus diesem Grund, holen wir uns den Sommer, schnappen wir uns eine junge Band aus Ecuador, aus der spanischen Gemeinde Vida Nueva. Die Band heißt Cristonautos, Los Originales, Bühne frei. Wir sind, das ist Alex, ich bin der Carlos. Wir werden jetzt ein Reggaeton vorstellen, also singen. Und er wird uns ein bisschen was erklären, also was, worüber es sich handelt. So, hallo, geht's euch gut? Ja? Okay. Jesus hat versprochen, dass er eines Tages seine Braut holen wird. Er wird immer für uns da sein, unsere Tränen abwischen. Der Tod will keine Chance mehr haben. Leid, Schmerz, Angst, das wird es dort alles nicht mehr geben. Und wir werden von seiner Gegenwart genießen. So. Bevor wir anfangen, wollt, dass ihr alle aufsteht und mit klatscht. So. Es kann losgehen. Jo! Dale, 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 que esto está bien bueno. Aquí los cristianos vamos pa'l cielo. Traemos un ritmo que está rodeando reggaetón para Cristo que está sonando. Dale, 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 que esto está bien bueno. Aquí los cristianos vamos pa'l cielo. Traemos un ritmo que está rodeando reggaetón para Cristo que está sonando. Todos los redimidos nos vamos pa'l firmamento. Allá arriba en el cielo no habrá el tormento. Y es por eso que me gozo con mis hermanos. Que se viene conmigo, que levante las manos. Mi Cristo está allá arriba preparándome morada. Por eso aquí en la tierra no le temo a nada. Estoy garantizado con la sangre de Jesús. Yo me voy con Cristo, ¿y con quién te vas tú? O el Dios o es el diablo, no hay más salida. Escoja a Jesús, el camino de la vida. Tómalo, recíbelo en tu corazoncito, para que tu nombre en el libro esté escrito. Jesucristo te invita a la eternidad. Oye, mi pana, no te quieres, vete pa' acá. Mi maleta está lista, vamos para allá. ¿Estás seguro que no me quieres acompañar? Dale, 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 que tú estás bien bueno. Aquí los cristianos nos vamos para el cielo. Traemos un ritmo que está rodeando reggaetón para Cristo que está sonando. Dale, 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 que esto está bien bueno. Aquí los cristianos nos vamos pa'l cielo. Traemos un ritmo que está rodeando reggaetón para Cristo que está sonando. Es una promesa la palabra del ¡aleluya! Señor. Allá no habrá más llanto, clamor, ni dolor, no habrá más muerte. Y eso es lo mejor. Estaremos en su presencia, lleno de su amor. Esa es mi herencia, no la merecía. Yo le doy la gloria con la vida mía. En el trono de Dios hago mi tesoro. Mi pasaje para el cielo vale más que el oro. El cuerpo de Cristo vestido de blanco levantarán voz a un solo canto. Allá adoraremos, santo, 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 al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Por eso nos gozamos, los aleluya. Hoy todo el júbilo que hacemos bulla. Hasta las nubes se escucha este son. Porque está fuerte este reggaetón. Dale, 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 que tú estás bien bueno. Aquí los cristianos nos vamos pa'l cielo. Traemos un ritmo que está arrollando reggaetón para Cristo que está sonando. Dale, 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 que tú estás bien bueno. Aquí los cristianos nos vamos pa'l cielo. Traemos un ritmo que está arrollando reggaetón para Cristo que está sonando. You know, Jesus is the best, the best, and the living. Yo. So,
wir probieren das nochmal mit Mikro. Ein kleiner Boxenstopp. Ja. Und zwar wollen wir jetzt quasi von Ecuador rüberfliegen in das Meer Warme. Es hätte noch. Back. Weniger. Weniger. Warme. Entschuldigung. Nee, ist an. Ah, sehr gut. Also in das mehr oder weniger warme USA, kann ich sagen, in das USA? Die Vereinigten Arabischen Emirate von den Amerika. Die Vereinigten Staaten. Ah, nee, einfach was anderes. Und zwar bitte ich mit einem tobenden Applaus Andrew auf die Bühne. Danke, Lara. Müssen wir uns hier abwechseln? Ja, genau. Sehr gut. Wir kriegen das im Laufe dieses Abends noch hin mit dem Mikrofon. Keine Sorge. Immer sind wir die absoluten Mikroprofis. Andrew, erzähl doch mal kurz, was hast du uns heute mitgebracht? Und zwar habe ich heute ein Lied mitgebracht aus den USA, ganz frisch. Das ist ein Lied, das hat mir in einer schweren Zeit, durch die ich vor ein paar Jahren gegangen bin, sehr geholfen. Gott hat es sehr gebraucht in meinem Leben, um mir zu zeigen, dass er einfach auch in den schweren Zeiten dabei ist. Die Kernaussage des Liedes ist halt, manchmal stillt Gott den Sturm, aber manchmal beruhigt er sein Kind stattdessen. Und ich habe in dieser Zeit gemerkt, da hat er zwar den Sturm nicht gelegt, dafür hat er mich aber ganz zur Ruhe gebracht und das war halt eigentlich wertvoller für mich, weil dann weiß ich in der Zukunft, dass es auch so ergehen wird, dass Gott immer bei mir ist und ja, und auch, dass er diese Stürme, diese schweren Zeiten gebraucht, um unser Leben zu formen und uns zu zeigen, dass er immer dabei ist. So also ist ein Lied mit Hammerbotschaft. Also sagen wir mal, Bühne frei für Andrew. Halleluja. Kann mir das Klavier richtig mal einstellen? Das ist auf normal Piano. Sorry. Who sail the sea of faith, find out before too long. How quickly blue skies can grow dark, and gentle winds grow strong. Suddenly fear is like white water pounding on the soul. Still we sail on knowing that our Lord is in control. And sometimes he calms the storm with a whispered peace be still. He can settle any sea, but it doesn't mean he will. Sometimes he holds us close and lets the wind and waves go wild. Calms the soul, and other times he calms his child.
design for each child that we pass through in life. And though we're shaken, we cannot be pulled apart from Christ. No matter how the driving rain beats down on those who hold the faith, a heart of trust will always be a quiet, peaceful place. And sometimes he calms the storms with a whisper, peace be still. He can settle any sea, but it doesn't mean he will. Sometimes he holds us close, bless the wind and waves go wild. Sometimes he calms the storm, and other times he calms his child. Oh, 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 oh. Sometimes he calms the storm with a whisper, peace be still. He can settle any sea, but it doesn't mean he will. Sometimes he holds us close and lets the wind. Dankeschön, Andrew Adams aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Warum funktioniert dein Headset und meins nicht? Weil Männer und Technik. Oh. Als nächstes haben wir einen, wie ich finde, ziemlich coolen Beitrag. Man kann sie, oder man konnte sie vorhin ziemlich weit hören. Das stimmt wirklich. Ich habe mich vorhin frisch gemacht. Und, ab und zu kommt das auch mal vor bei ihm. Richtig, ja. Ich habe mich jetzt nicht rasiert, aber ich habe mich frisch gemacht und hörte liebliche Gesänge. Diese Gesänge schalten, glaube ich, von nebenan, aus der Damentoilette. Es war eine Party, das könnt ihr euch nicht vorstellen. ich hoffe, es waren es die richtigen. Jedenfalls, ansonsten habe ich ein großes Problem. Er labert sonst nicht so viel. Das Ding ist, wenn ich aufgeregt bin, dann rede ich gerne. Wir möchten jetzt die Christian Church Outreach Mission Youth nach vorne beten. Los geht's!
back to me in my mind. I am free in my heart. If I am yours, I am free. Ja, sehr schön. Ja, das war das schon. Ich hoffe, das waren auch die, ne, die du gehört hattest. Jetzt auf, das wäre jetzt peinlich, wenn es nicht die gewesen wäre. Ich habe sie ja nicht gesehen, aber ich habe sie gehört. Als nächstes möchte ich euch Grant, das ist ein englischer Name, ist aber gar nicht irgendwie so mit dem relevant, auf die Bühne bitten. Mit einem tobenden Applaus. Aber richtig. Aber richtig. Und zwar tritt Grant mit einem Beitrag an, den es noch nie gab. Und zwar haben wir das jetzt in die Kategorie Performance, glaube ich, mitgepackt. Ja, wir waren uns unschlüssig. Poetry Slam. Und wir wollen mal gucken, wie das wird, weil ich bin schon ziemlich gespannt. Ich auch. Ah ja, sehr gut. Schlagfertig ist er. Ich würde sagen, möchtest du noch kurz irgendwie, das ist ja eigentlich selbsterklärend, Poetry Slam, ne? Braucht man ja gar nicht viel. Jo, also ja, ich habe meinen Text hier und den lese ich vor. Okay. Super. Da müssen wir jetzt auch nichts mehr sagen, sondern sagen Bühne frei für Grant. Applaus! Woran denkst du, wenn du aufwachst am Morgen? Nein, ich meine vor dem Terminstress, der Planung, der Sorgen. Woran denkst du? Was ist dir wichtig? Vielleicht könnte ich auch eher sagen, was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen, wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was würde dich auf die Straße treiben? Wofür würdest du Fahne zeigen, worunter deinen Namen schreiben? Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Welcher Verlust würde dich unfassbar schmerzen? In welchem Takt pumpt der Beat deines Herzens? Vielleicht ist das Wort Klauberei kleinlich, irgendwie schon fast peinlich, doch die Frage ist doch, was ist dir heilig? Was ist dir so unheimlich heilig, dass du selbst alleine gegen 30 Mann kämpfst und es mit deinem Leben verteidigst? Woran glaubst du? Was definiert dich? Was willst du nie mehr verlieren? Ich frage mich auch ständig, was so mein Ziel ist, viel ist, ja auch irgendwie vorgegeben und die Frage scheint nur, wie gut man in diesem Spiel ist. Also was bleibt ist, was ist dir heilig? Ich glaube, jedem Menschen sind Dinge heilig, auch wenn das freilich nicht bei jedem gleich ist, das weiß ich. Deshalb frage ich, was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Wen oder was vermisst du, wenn du allein bist? Gibt es etwas, das dich zum Weinen bringt? Was ist dir heilig? Um welche Sonne dreht sich deine Welt? Und ist es das wert? Und mit Wert meine ich, kein Geld. Aber was ist es, das dich in Atem hält? Und was heißt heilig überhaupt? So ein theologisches Fremdwort, antiquiert und verstaubt. Und ich weiß, dass ich glaube, oder ich glaube, dass ich weiß, Gott ist heilig. Und dass sich das zeigt, dass sein Wesen sich spiegelt in seiner Schöpfung, trotz ihrer Vergänglichkeit. Und während ich hier stehe und Worte verheiße, zelebriere ich in Wahrheit doch den einen, den Unvergleichlichen, den größten Künstler von allen, Schöpfer von Himmel und Erde, Zeichner von Landschaften, die er mit seiner Hand schaffte, Maler von Sonnenuntergängen, Architekt des Grand Canyon und epischen Bergen, Designer von Blumen, Organismen und Tieren, Farbgeber von Blättern, Eiskristalle, die frieren, reflektieren, den Künstler, der sein Werk präsentiert. Und sein größtes Kunstwerk schuf er in mir. Und wenn ich mir die Frage stelle, was wäre Gottes Antwort an der Stelle,
auf die Frage, was ihm wichtig ist, wofür sein Herz schlägt, was ihm heilig ist. So ist es fast unglaublich, glaub ich, weil du es bist, weil ich es bin und das gibt mir Sinn. Dankeschön. Wow. Merkst du was? Ja. Gänsehaut? Gänsehäutchen. Ah. Ja, kleines Gänsehäutchen. Hat mich schon leicht erschlagen. Ja, doch, das. War schon echt gut. Ja. Du darfst dann auch den nächsten Beitrag ankündigen, wenn du möchtest. Ach, soll ich jetzt, darf ich jetzt wieder reden? Ja, ja, doch. Meinst du? Ja. Gut. Wir haben jetzt hier eine liebe Priscilla Vovor und ihre Begleitung. Die beiden kommen jetzt bitte zu uns auf die Bühne und sie haben eine wirklich interessante Geschichte, denn die beiden kannten sich bis heute noch gar nicht. Ja, eigentlich unfassbar, ne? Aber richtig. Die werden uns das gleich auch erzählen. Als sie mir das vorhin erzählt haben, da dachte ich auch, also eigentlich dachte ich gar nichts, weil mir jetzt nur die Kinnlage runtergefallen. Aber Lara denkt sich nie etwas. Das stimmt jetzt so nicht. Hallo ihr zwei. Hallo. Ja. Hallo. Ist an? Hallo? Ah. Hi. Ja. Ja. Ah. Ihr kanntet euch bis heute noch gar nicht. Wie kommt's? Ja, das Ding ist halt, dass ich mache Musik und ich habe ein Album produziert und ein Kumpel von mir, der wohnt jetzt in Hamburg, ich komme aus Bremen, also noch 45 Minuten von Bremen, so ein kleiner Ort, Twistring heißt der. Und dann bin ich halt nach Hamburg gefahren, um dem ein Album zu geben und der hat mir erzählt, dass er eine neue Freundin hat. Und... Naja. Und dass sie halt auch Musik macht und dann meinte er so, ey, lass mal hören und ich komm, ich zeig dir das, komm, nimm dir kurz Zeit, setz dich hin, hör dir das an und dann habe ich mir das angehört und es gab halt nur ihre Strophe und den Refrain und dann habe ich gesagt, geiles Ding und habe sofort angefangen zu schreiben. Dann habe ich einen Track vom Album genommen und den halt draufgepackt und habe gesagt, ey, cooles Ding, wir haben ihr das geschickt und sie fand das richtig gut und hat gesagt, heute Abend hat sie einen Auftritt und ich habe gesagt, alles klar, wenn du willst, dann komme ich vorbei und hier bin ich. Und jetzt haben wir uns heute das erste Mal getroffen. Ihr habt unser Lied also mitgebracht. Wie heißt das Lied? Ich bin da. Also, als ob Gott, nicht als ob, also Gott sagt, ich bin da. Genau. Und ja, so viele Zweifel und Ängste, wenn kommen. Und dann, das ist dann schwer zu vertrauen, wenn die Zweifel und Ängste kommen. Aber er hat mein Herz berührt und sagt, ich bin da. Genau. Können wir sagen, Bühne frei mit einem fetten Applaus. Diesem Tag, in diesem Moment komme ich zu dir, um einfach zu erzählen, wie es mir geht. So viele Zweifel, so viele Ängste. Ich kann nicht mehr vertrauen, ich kann nicht mehr vertrauen. Oh, aber du kommst und berührt mein Herz.
zu mir, ich bin da. Aber du kommst, berührt mein Herz. Und du kommst und sagst zu mir, ich bin da. Yeah, ich hab Vertrauen in dich, ja, ich brauche dich, um zu lernen, wie man liebt, wie man lebt, wie man fliegt ohne Flügel. Wie es geht, dass man steht auf eigenem Bein. Wie es geht, dass man geht, ohne hinzufallen. Ich suche jemand, der versteht, dass ich noch klein bin. Die meisten Dinge ergeben keinen Sinn. Ich weiß noch nicht, wohin mich meine Fehler tragen werden. Doch ich bin sicher, du wirst helfen, mich durchzuschlagen und zu lernen. Wie man ein Kind ist, so viele Fragen, die ich habe, doch du findest immer einen Weg, mir zu erklären, wie ich gehe. Bist für mich da. Für mich da. Und ich fühle mich alleine, aber du, aber du. Aber du kommst und berührst mein Herz. Und du kommst und sagst zu mir, ich bin da. Aber du kommst und berührst mein Herz. Und du kommst und sagst zu mir, ich bin da. Und sag zu mir, ich bin da. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Kurzfristig, ne? Es hört nicht auf, toll zu sein irgendwie. Ich freue mich schon wieder so sehr. Wir haben jetzt unsere nächste Gruppe aus einer Gemeinde, welche, ich glaube, jahrelang schon sehr fleißig mit bei diesen Amateurabenden mitgewirkt hat und auch dieses Mal wieder ein Bollwerk darstellt. So nett ausgedrückt. Wort des Glaubens e.V. mit ihrer Gruppe. Divine Rhythm! Da. 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 Oh! Wer war das? Wie lange gibt es euch schon? Erzähl mal. Uns gibt es seit 3 bis 4 Jahren, also fast 4 Jahre gibt es uns jetzt. Und ihr kommt zu uns mit einem Lied, mit einem neuen Lied, einem alten ja, Lied? Ja, es ist nicht wirklich neu, also es hat die Lobpreisleiterin von der Hauptband unserer Gemeinde geschrieben und wir haben das jetzt ausgewählt heute, weil es uns allen super gut gefällt, vor allem der Text. Der Text ist halt so ein, ja, der ist so direkt auf den Punkt, das ist so ein Zack, das ist einfach so. Es wird nicht so drum herum geredet, es ist einfach so direkt auf den Punkt. Und das finden wir halt toll und deshalb wollen wir das heute euch zeigen, das Lied. Quasi wie Markus. Bam, auf den Punkt. Stark, wir freuen uns auf euch. Nochmal einen tosenden Applaus. Divine Rhythm. Thank you.
Dank. Divine Rhythm. 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 Schön. Soll ich? Wir sind ich kann auch. Ja. Ich darf noch weiterreden. Ja. Sehr schön, sehr schön. Als nächstes wollen wir einen lieben Bruder aus unserer eigenen Gemeinde begrüßen. Begleitet mit drei lieben Schwestern aus unserer eigenen Gemeinde. Die Kelm Sisters. Kelm Sisters. Ja. Wir haben sie liebevollerweise Kelm Sisters genannt. Dreimal Kelm macht Kelm Sisters. Und ein Johann. Ja. Ein Hong. Ein Johann Hong. Ihr Lieben, wollt ihr nach vorne kommen? Da sind sie schon. Ja, sehr gut. Einmal Applaus. Hier. Ja, also die Bühne, ne? Also, hier. Ach so. Das wird... Noch ein paar Requisiten so zusammengesammelt. Instrumenten. Spielst du eigentlich ein Instrument, Klaus? Ich spiele Instrument, ja. Katze. Was? Also Bass? Ja, ne? Ja. Du spielst den Bass, ne? Genau, ist ein bisschen wie Bass, ne? Bass wäre dann ein Löwe. Und was ist die Katze? Katze ist Violine. Du spielst jetzt ohne Witz? Nein. Also, da würde ich ja sagen, warum spielst du hier nicht mit, ne? Ja, weil sie es besser kann. Ja, ich habe auch mal Klavier gespielt. Du redest schon wieder zu viel. 12,5 Jahre. Echt? Und da muss ich mir immer von meinen Eltern sagen, üb doch mal wieder. Ein Jahr lang geübt, 12 Jahre lang quält. Ja. Sonst so. Klaus, wieso machst du eigentlich nichts? Ich rede dir die ganze Zeit. Ja, zu aber deinen als Beitrag hast du nicht so viele Talente. Ich wollte dir den Vortritt erlassen. Ja, ja. Ich weiß. Wir haben uns gut vorbereitet. Danke. Ja. Das wird. Sag doch noch mal was in der Zeit hier, so als Überbrückung. Also, wir haben heute insgesamt, ich glaube, das habe ich schon gesagt, 16 Beiträge. Also, ich kann schon mal sagen, das, was wir uns aufgeschrieben haben, da haben wir, glaube ich, einen Satz von gesagt. Nein, das ist ja das hier von den Karteikarten. Also. Aber es läuft, ne? Und ich habe davon bis jetzt das hier benutzt. Läuft bei uns. Bei uns läuft auch. Läuft bei dir? Ja, aber das ist doch der Satz des Jahres oder so. Ne? Ja, genau. Ja. Jetzt sind sie... Ihr sagt selber noch mal... Sagt mir mal, warum ihr hier seid, was ihr wollt. Und also, wenn wir vier heute hier einen Wunsch haben, was wir mit unserem Auftritt bezwecken wollen, dann ist es eine Sache, und zwar eine Botschaft, die mein Leben ganz persönlich und auch unser aller Leben, die wir hier vorne stehen, ergriffen hat, nämlich die Botschaft von der Gnade Gottes. Und diese Gnade Gottes äußert sich ganz besonders darin oder in seinem schönsten Aspekt darin, dass Gott selbst Mensch wurde, ein perfektes Leben gelebt hat, an einem Kreuz gestorben ist, für uns Sünder, für uns Menschen, die wir den Tod verdient haben, weil wir Gottes gute Gesetze gebrochen haben. Aber Gott hat den Tod auf sich genommen, er ist ihn für uns gestorben und hat uns ewiges Leben geschenkt. Und darüber wollen wir singen und ja, viel Spaß dabei.
abbauen hier. Sollen wir das hier mal irgendwo... Ich weiß leider auch nicht, wo das hinkommt, ne? Das ist das Problem. Ich stelle den jetzt hier so hin. Das ist blaues Licht. Da nimmt er nicht so viel Platz weg. Kein blaues Licht mehr. Der nächste Beitrag. Ich habe das Gefühl, da die Gemeinde nimmt gar kein Ende. Die müsste so groß riesig sein eigentlich. Die, so groß. Ja. Es ist wieder die Gemeinde Wort des Glaubens. Und zwar Divine Moves. Es ist doch richtig ausgesprochen, ne? Divine Moves. Und ich weiß noch beim letzten Mal, das ist, glaube ich, das Human-Video. Das hat mir beim letzten Mal schon echt gut gefallen. Ich bin mal echt gespannt. Deswegen bitte ich euch jetzt mal auf die Bühne und mit einem tobenden Applaus. Wollt ihr was sagen? Noch was? Sehr gut. Wundervoll. So, ich gebe das Mikro dann mal weiter und ihr sagt dann einfach mal, worum es geht. Genau. Guten Abend. Es geht auch ein bisschen lauter, oder? Guten Abend. Guten Abend. Schon besser. Ja, ein Jum-Video. Ich weiß nicht. Macht mal ein Handzeichen. Wer von euch weiß, was ein Jum-Video ist? Ich erkläre es trotzdem nochmal. Ein Jum-Video ist im Grunde eigentlich eine mit Musik hinterlegte Performance, die auch irgendwo eine Botschaft vermitteln soll. So, wie gesagt, im letzten Jahr haben wir auch schon ein Jum-Video gemacht, ne? Oh ja. Und genau, dieses Mal haben wir auch wieder ein Jum-Video vorbereitet. Oh ja. Und Thematik ist, oder ist in dem Jum-Video geht es halt darum, dass, ich fange mal anders an. Das Jum-Video heißt Thief. Und Dieb auf gut Deutsch, ne? So, und die Story geht, es geht halt darum, dass als Jesus gekreuzigt wurde damals, waren ja zwei Verbrecher dabei, die auch gekreuzigt wurden. Und der eine hat sich ja schlussendlich dann halt zu Jesus bekehrt. Und es wird dann einfach dieses gesamte Schauspiel wird dann eben aus der Sicht der Person, die sich am Ende nachher zu Jesus bekehrt, quasi berichtet. Und die Botschaft, die hiermit übermittelt werden soll, ist einfach, dass man nicht vor Taten, nicht durch Taten vor Gott gerecht wird, sondern einfach durch den Glauben, dass man halt durch ihn gerettet ist. Eine tolle Botschaft, eine klasse Geschichte. Wir wünschen euch viel Freude. Ihr rockt das. Ihr rockt.
Divine Moves. Ja. Ich bin dran, ne? Mit dem nächsten Beitrag. Und zwar habe ich mir gedacht, da wir der nächste Beitrag wieder von Wort des Glaubens kommt, hole ich einfach mal ein auf diese nette Couch. Damit die es nicht zu leicht haben bei uns. Weil die können dann auch einen Schluck Cola trinken. Damit die es doch leichter haben bei uns. Also ich bitte aber schon mal die ganze... Ich habe euch jetzt umgenannt übrigens, in Divine Acting. Klaus hat daraus Divine Act gemacht, weil er dachte, das mit dem Acting passt nicht so. Ich hoffe, ihr mögt den Namen, weil Jugendgruppe war dann doch irgendwie, fand ich Divine Acting doch besser. Also kommt mal auf die Bühne. So, und wir setzen uns jetzt einfach mal hier aufs Sofa. Weißt du, bevor das alles anfängt, nochmal ein kleiner Snack. Genau. Ich hoffe, das passt auch so mit dem. Kommt er in die Mitte oder? Ach so. Soll ich mich hinten draufsetzen oder? Das schaffen wir. Meinst du? Okay. Ja, Klaus. Ah. Du, hast du mal einen Ansporn fürs nächste Jahr? Nee, ich habe extra schon trainiert jetzt dafür. Ah. Oh. Oha. Kann man uns denn noch sehen? Also, ihr müsst da jetzt warten. Ich habe sogar ein Mikro für dich. Also Memo für uns selbst ans nächste Jahr, größere Couch. Wobei. Nee, Klaus, ich würde einfach sagen, abnehmen. Oder so. Oder so. Okay, du machst auch Sport. Ja. Das sieht man. Möchte eine Cola haben. Also, ich habe erfahren, ihr habt damit jetzt erst angefangen. Seit dem Amateurabend dachtet ihr euch, ihr fangt so mal mit Theater genau, an. Genau. Vor, ich glaube, circa einem Monat kam eine unserer Jugendleiterin zu uns und hat gesagt, ja, lass uns mal extra für den Amateurabend was einstudieren. Und ich würde gerne Jugendliche dabei haben, die sonst nicht so oft was performen oder in der Jugendband dabei sind. Und dann haben wir uns halt gemeldet, die jetzt hier vorne stehen. Ja, und daraus, einen Namen hatten wir jetzt eigentlich nicht, den haben wir jetzt bekommen. Ja. Divine Act. Der ist gut, ne? Der ist sehr gut, ja, gefällt ich mir. Weiß. Hab ich auch. Sehr gut. Willst du noch kurz erzählen, worum es geht? In dem Stück. Es geht darum, dass ein... Ja, das ist eng. Nein, das ist überhaupt nicht eng. Das liegt an den Süßigkeiten, ich habe davon so viel heute gegessen. Also es geht darum, dass ein Mädchen, genau, die ganz normal ein Leben führt wie wir alle und halt in Situationen kommt, wo sie... sich verstellt, um den Menschen zu gefallen und versucht dadurch irgendwie einen Sinn ihres Lebens zu finden oder auch eine Befriedigung. Und sie merkt immer wieder, dass das eigentlich gar nichts bringt und sie ist immer auf der Suche nach einer echten Befriedigung, was sie wirklich zufriedenstellt, was sie glücklich macht. Und das verkörpert sie, indem sie Masken anzieht. In dem Stück geht es eigentlich auch nur um ihre Seele. Also diese ganzen Sachen, die ihr dann seht, die sind Umstände, die in ihrem Leben auf sie zukommen, die wir dann verkörpern halt, wie das im echten Leben dann so passiert. Und ich würde es sagen, gibt ein kleines Haus. Ja. Genau. Am besten gucken wir uns das aber das seht mal ihr gar an. Nicht. Ja, genau, ihr guckt ja euch das lieber am einfach besten mal an. Besten gehst du mal darüber genau und dann fangt ihr mal an. Ich hätte vorher noch voll viel. Da ist ja auch mehr Platz auf der Couch. So. Genau. Ja. Machen wir so. Divine Acts. Bühne frei. Wir würden sagen, genau, Bühne frei. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.
Divine Acts. Das waren Divine Acts. Hast du Moves gesagt? Nee, Acts. Okay, also ich muss ja zugeben, ich glaube, ich habe da gerade bei jemandem etwas gesehen, was er niemals zugeben würde. Ich glaube, du hattest gerade was in den Augen. Waren das Tränen? Also ich fand es schon, da fall ich ja gerade um hier von den Schuhen. Nein, und zwar kommen wir ja jetzt auch schon zum Ende unseres ersten Teils. Und zwar könnt ihr dir eigentlich gar nichts mehr ausfüllen auf dem Bogen, stimmt das? Ja, ne? Dann müsst ihr jetzt voll sein und ihr müsstet jetzt die letzte Spalte schon durchgerechnet haben und die Punkte vergeben haben. Und ich bitte jetzt, dass ihr vielleicht einfach alle mal den Zettel nach vorne gibt. Einmal kurz herkommt, mir den reicht, dann können wir den nämlich schon auswerten. Abholdienst gibt's hier nicht. Nee? Nee, Klaus. Du da, ich hier. So, Andi hat mal was erwähnt von einem papierlosen Büro. Das gibt's bei uns nicht. Da kommt noch Andi, sehr gut. Ich habe mir doch schon gedacht, da fehlen noch ein paar. Ah, die schnellen Ausbrecher. Dankeschön. Das war's jetzt. Haben wir alle? Das war alles. Keiner mehr irgendwas versteckt. Ja. So, wie Lara gerade schon sagte, das ist jetzt das Ende des ersten Teils. Wir hören jetzt gleich noch eine schöne Predigt von Andi. Ich würde gerne mal nach vorne beten. Genau. Bühne frei. Und davor noch ein Video.
Mann, wo seid ihr? Fandet ihr das nicht toll? Ihr wart doch auch bei den ganzen großen Events im Sommer. Es war so cool. Wir sind Weltmeister immer noch, gerade jetzt immer noch. Wir waren so stolz. Ein paar, die fühlen sich so. Wir haben so lange drauf gewartet, viele Jahre, und nun haben wir es. Seitdem schlaft ihr doch auch in schwarz-rot-goldener Bettwäsche, oder nicht? Gib's doch zu. Als die Jungs gelandet sind in Berlin und dann war da so ein Steg, das ist so ähnlich wie dieses Ding hier, habe ich gedacht, wow, was die da gemacht haben, das möchte ich auch mal gerne machen. Heute Abend ist es soweit. Juhu! Es lag mir so auf dem Herzen, das mal so loszuwerden. Was für ein Gefühl. Was haben sich unsere Jungs gut gefühlt? Aber nicht nur unsere Jungs haben sich gut gefühlt, vielleicht fühlst du dich auch ganz gut, der du heute Abend hier bist, weil du auch auf ein erfolgreiches Jahr zurückblickst. Das Jahr geht ja langsam dem Ende entgegen. Weihnachten steht sogar schon vor der Tür. Dein Studium läuft super, deine Schule, mit der Freundin ist auch alles super. Alles läuft genial. Wer will dir eigentlich noch was? Perfekt. Deine Talente, die dir in die Wiege gelegt worden sind, hast du bestens ausgenutzt, wie du meinst. Du bist auf der Überholspur des Lebens und marschierst du richtig vorne an. Perfekt alles. Gerade so erging es einem Mann in den 90er Jahren mit den, wie hieß das Ding, Soda Stream Sprudelmaschinen. Habt ihr mal davon gehört? Habt ihr sowas zu Hause? Geniales Ding, ne? Hältst du das dann und dann hast du wieder frisches Wasser und cool, einfach cool. Aber kennt ihr die Geschichte? Das war ein mittelloser Unternehmer, hat irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt und dann kam diese Idee nicht von ihm, aber er hat die mal mit dabei und es war eigentlich ein grenzenloser Flop, nichts klappte, aber er hat gesagt, ey, gib mir noch eine Chance, gib mir noch ein bisschen Kohle, ich versuche nochmal die Sache mit diesen Soda-Stream-Sprudelmaschinen. Und der Durchbruch klappte, es haute rein wie nichts Gutes. Innerhalb von 4 Jahren insgesamt, okay, stieg der Umsatz auf 34 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs von 3 auf 70, doch unser Unternehmer blieb dabei auf der Strecke. Er konnte nicht mehr, er war fertig, er war am Ende. Er stieg aus und ließ sich auszahlen. Dieses Auszahlen war der Einstieg in den Abstieg. Zuerst war er froh über die Ruhe, Entspannung, Erholung. Er konnte endlich seine neue Yacht genießen, sein neues Haus, seine neue Frau, seinen neuen Sportwagen. Aber irgendwann war es langweilig mit all diesen Spielchen und er hatte Lust auf mehr. Nur auf was eigentlich? Er begann zu spielen und in seiner Sucht verprasste er sein gesamtes Vermögen. Heute lebt er von Hartz IV. Tragisch. Er war so erfolgreich, er war so auf der Siegerspur, aber nichts ist geblieben. Dies erinnert mich an eine Geschichte aus der Bibel, auch von einem reichen Geschäftsmann. Bibelkenner werden vielleicht jetzt wissen, was ich meine. In Lukas Evangelium Kapitel 12. Da war auch so ein Typ, der war unwahrscheinlich clever und verstand es, aus nichts ganz viel zu machen. Seine Marketingstrategien, die griffen. Und er war richtig erfolgreich. Er machte einen enormen Gewinn in der Nahrungsmittelbranche und seine kühnsten Erwartungen wurden dabei bei weitem übertroffen. Seine Silos und Bankkonten, die platzten aus allen Nähten und er schwamm in Geld. Klar, er konnte sich jetzt endlich mal was gönnen, was er sich schon immer vorgenommen hatte, aber er verprasste sein Geld nicht. Er war clever. Nein, er dachte, ich investiere in meine Firma. Alte Fabrikgebäude wurden abgerissen und neue gebaut, vor allen Dingen neue Silos. Er expandierte. Er investierte in seine Zukunft. Er legte seinen Reichtum also gut an. Und dann in einer stillen Stunde bei einem guten Glas Rotwein sagte er zu sich selbst, jetzt will ich mich zur Ruhe setzen. Ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Ähnlich wie auch der Mann mit dieser Sodamaschine. Happy End? Nein, überhaupt nicht. Der Text in der Bibel geht weiter folgendermaßen. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben.
Wer bekommt deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? So wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Wir genießen diesen Abend, sind begeistert von den Beiträgen, finden es richtig cool und haben hier vielleicht auch voreinander auch so Masken auf, wie wir es gerade gesehen haben. Die Männer vielleicht mehr die coolen so und die Frauen so ein bisschen die niedlichen und süßen so. Aber viele haben so Masken gerade auf. Versuch die mal ab, na, in der Pause kannst du versuchen, die abzumachen. Aber die Frage ist heute Abend, lass mal die Masken fallen, innerlich vielleicht mehr. Und lass mal raus, was da drin los ist. Worauf baust du deine Zukunft auf? Sag mal ganz ehrlich. Auf dein Können, auf deine Leistung, auf dein Reichtum, der angefangen hat, sich zu mehren. Worauf baust du deine Zukunft? Wir haben hier Leute erlebt heute Abend, die auch wahnsinnig gute Talente bekommen haben. Von Gott, das bekennen sie hier und haben es bekannt. Aber sie sonnen sich nicht selbst in ihrer Musik und Performance, sondern sie wollen Gott alle Ehre machen, wie wir schon gehört haben. Aber wie ist es bei dir? Gott interessiert dich eigentlich gar nicht. Bist zwar jetzt auch mal hier in so einer frommen Veranstaltung, aber mit Gott möchtest du eigentlich doch nichts zu tun haben. Zumindest soll er dir nicht zu nahe kommen. Er kann ja irgendwo da oben sein. Und wenn es eng wird in deinem Leben, dann kann er ja auch mal eingreifen. Aber sonst kann er dich doch bitteschön zufrieden lassen. Worauf kommt es in unserem Leben an? Die größten Erfolge verblassen irgendwann und Pokale und Medaillen verstauben in den Vitrinen und der Alltag kehrt ein. Und wenn wir an unsere Nationalelf denken, wir haben sie im Sommer unsere Jungs genannt. Mittlerweile sind es ja schon wieder nur noch unsere Deutschen da. Ne, unsere auch nicht, die Deutschen, die dort spielen. Bei Misserfolg wie bei unserem Unternehmer heißt es plötzlich vom Multimillionär zum Tellerwäscher und nicht umgekehrt. Die euphorische Atmosphäre von der Fußball-WM ist weg und stattdessen ist da in unserem Kopf vielleicht nur noch Angst. Angst vor Ebola und anderen Seuchen, Angst vor Wirtschaftskrisen, Angst vor Kriegen. Was wird in der Ukraine sein? Was tut sich weiter im islamischen Staat dort unten? Was haben die alles vor? Terrorgefahr und, und. Der reiche Geschäftsmann wurde in seinem schönen Feierabendgedanken je gestoppt. Du Narr, du setzt deine Hoffnung auf falsche Dinge. Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch ein Narr, weil du dein Leben auf falsche Sachen baust? Eines Tages müssen wir hier alles zurücklassen und dann sind wir vor unserem Schöpfer. Wir stehen vor ihm und dann sind andere Werte gefragt. Wir haben den ganzen Abend schon eine Menge von Gott gehört. Von seinem Sohn Jesus. Welche Beziehung hast du zu ihm? Was ist, wenn wir abtreten müssen hier? Stehen wir dann mit leeren Händen vor Gott, weil wir in unserem Leben Gott ausgeklammert haben? Alles war uns wichtiger, unser Erfolg, unsere Karriere und natürlich auch unser Äußeres. Aber wir fragen nicht nach dem, was unsere Seele, was unser Inneres, was unser Herz braucht. Ein großer Fehler. Jesus selber hat gesagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Du kannst Weltmeister sein, du kannst der genialste Typ auf dieser Erde sein und hunderte Frauen rennen dir hinterher. Reicht ja schon eine, ne? Aber was nützt es, wenn du alles hast, aber doch deine Seele verlierst? Die Bibel erklärt, dass Gott als der Schöpfer ein Anrecht auf seine Schöpfung hat, dass sie nach seinen Wertmaßstäben, nach seinen Geboten leben sollen. Aber die Menschen kehrten ihm den Rücken zu und machen ihr eigenes Ding bis heute. All das, was gegen den Willen Gottes steht, das nennt man Sünde. Und die Konsequenz von dieser Sünde ist letztendlich der Tod und damit die ewige Trennung von Gott. Wow, so ein schweres Thema heute Abend noch, so locker flockig hier. Ich denke, wir sollten diese Gedanken auch mal zulassen. Wir reden vom lieben Gott, aber er ist ein lieber Gott, der auch Konsequenzen fordert. Und wenn wir mit ihm nichts zu tun haben wollen, wenn wir gottlos leben, dann werden wir das auch haben. Und zwar für eine ganze Ewigkeit. Gottlos leben. Aber es gibt nichts Schrecklicheres und ich wünsche es dir keinesfalls.
Doch in seiner Liebe zu uns Menschen ließ Gott seine Schöpfung eben nicht fallen, sondern sandte seinen Sohn Jesus. Und der kam auf die Erde. Ab morgen denken wir wieder besonders daran. Wir feiern Advent. Und dieser Sohn Jesus lebte ein perfektes Leben und war bereit, stellvertretend für uns Menschen die Sünde und die gerechte Strafe dafür auf sich zu nehmen. Deshalb das Kreuz, deshalb fokussieren wir uns als Christen immer wieder auf das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist. Das ist das Zentrale unseres Glaubens. Dort spielte sich dieser dramatische Tausch ab. Sein Leben für unseres. Jesus starb und es sah aus wie die größte Niederlage. Aber wir wissen, dass der Sohn Gottes nicht im Grab blieb, sondern am dritten Tag auferstand. Und damit wurde deutlich, dass sein Opfer vom Vater angenommen wurde und sein Tod am Kreuz wirksam war. Und jeder, der diesem stellvertretenden Opfer von Jesus vertraut, der wird freigesprochen. Der steht einmal nicht mit leeren Händen vor Gott da, sondern die Gerechtigkeit, die Jesus für uns am Kreuz erworben hat, die gilt dann dir, wenn du an Jesus glaubst. Der Sohn hat uns mit dem Vater versöhnt. Wir haben heute schon einige Predigten gehört, ich bin doch schon am Ende, aber ich fand das großartig, auch was Grant heute hier so gebracht hat. Geniale, tiefsinnige Gedanken, die du hoffentlich hast nicht vorbeirauschen lassen. Auch in den Liedern, so tiefe Texte. Lass das an dein Herz. Lass diesen Amateurabend nicht einfach so verpuffen, sondern lass dich auf diese Botschaft ein, die dir hier entgegengebracht wird. Der größte Sieg war nicht der Gewinn der WM 2014 und auch nicht die gewonnenen Schlachten vergangener Heerführer oder bedeutende Errungenschaften in der Wissenschaft. Nein, der größte Sieg, der in alle Ewigkeit Bestand hat, der wurde von Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, am Kreuz von Golgatha errungen. Ist das so? Das war und ist der größte Sieg. Und jeder, der sich daran hält, der erlebt Gott in einer ganz starken Weise und ist sein Kind und ist gerettet für alle Ewigkeit. Dort hat Jesus die Sünde und die Macht des Bösen und damit die Trennung von Menschen zu Gott überwunden. Und durch den Glauben an Jesus haben wir ganz persönlich Anteil an ihm. Die Bibel sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, nicht irgendein, sondern dieser Sieg hat Ewigkeitswert, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ist es auch dein Sieg? Dann sag mal laut Amen dazu. Halleluja. Lasst uns beten. Stehen wir auf zusammen. Jesus, wir danken dir für diesen Abend, der noch lange nicht zu Ende ist. Und wir sind so begeistert von dem, was du uns hier zeigst an Talenten, an Gaben, das du Menschen gegeben hast. Und diese Gaben haben wir von dir empfangen, um dich groß zu machen. Du bist so ein mächtiger, so ein guter Gott. Wir haben dich erlebt. Unser Leben ist neu geworden durch dich. Unsere Schuld wurde vergeben und wir sind frei von aller Sünde. Wir brauchen keine Masken mehr. Jesus, ich danke dir so sehr dafür. Du bist der größte Sieger und wir haben Anteil an diesem Sieg, den du am Kreuz errungen hast. Aber du kennst heute Abend auch die Menschen hier, die versuchen, ihr Leben alleine zu meistern, die auf ihren eigenen Erfolg bauen, die meinen, dass sie auf der Überholspur des Lebens sind und vielleicht doch kurz vor dem Absturz stehen, wie wir gehört haben von anderen Personen. Gott, ich möchte dich bitten, dass du heute Abend ganz konkret zu lieben Menschen hier redest und dass sie ihr Leben überdenken, dass sie mit dir ins Reine kommen, dass sie dich um Vergebung ihres falschen Weges bitten und dass sie zum Glauben an dich kommen. Bitte, Herr, begegne heute Abend Menschen, noch weiter auch durch die Beiträge, die geschehen, durch die Gespräche, die wir haben, durch alles wollen wir dir Ehre geben. Amen. Amen. Halleluja, wir haben jetzt Viertelstunde Pause. Es gibt coole Snacks dort nebenan, auch Getränke. Und dann geht's gleich weiter. Gott segne uns auch weiterhin.